Crunch Royal, Leute, und heute werde ich mal über ein ganz interessantes Ding reden, welches auch mit dem letzten Update reinkam. Und zwar waren die Leaker wieder sehr fleißig und konnten uns einen Blick in die Zukunft von Fortnite verschaffen. Sie haben erstmal geleakt, dass der Jagdgruppenroboter, also der Woche 7 Skin, welchen wir uns am Donnerstag freischalten können, einen Fallschirm hat. Doch ob man den bei der Freischaltung direkt mitbekommt, kann ich euch allerdings nicht sagen, aber vermutlich mal ja. Der Jagdgruppenskin hat auf seiner Schulter auch so ein Zeichen wie die anderen zwei Woche 7 Skins, und dieses Zeichen hat auch mit dem Fallschirm zu tun, beziehungsweise dem Gleiter, aber es wird der erste Gleiter in Form von einem Fallschirm. Jetzt kommen wir aber zu was noch Interessanterem, und zwar wurden wieder Soundfiles in den Daten gefunden, und diese Soundfiles sind von einem Fortbewegungsmittel. Ich werde sie euch jetzt mal einspielen. Also wenn sich das nicht nach einem Propellerflugzeug anhört, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Fortnite hat mit den Einkaufswagen angefangen, dann haben sie sich an die ATKs gewagt, dann kam der Quadcrasher und jetzt wollen sie auch noch wirklich Flugzeuge in Fortnite einführen. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, und was man alleine mit diesen Flugzeugen alles dann machen kann, stellt euch das mal vor, Leute. Sie haben auch extra diese Gleiterfunktion, dass man diesen Gleiter jederzeit in der Luft wieder öffnen kann, drin gelassen, was auch viele kritisiert haben. Aber ich denke auf jeden Fall, das hat vielleicht auch damit zu tun, weil wenn ihr ein Flugzeug habt und dann einfach rausspringen könnt und mit eurem Fallschirm wieder auf dem Boden landen könnt, ist halt auch mega gut. Ich denke jetzt auch nicht, dass die Flugzeuge so mega viel Leben haben. Ich denke, es werden eher kleinere Flugzeuge sein. Vielleicht wirklich solche kleinen Propellermaschinen oder sowas. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, sie werden jetzt nicht mega stark oder so werden, weil ihr könnt ja im Flugzeug auch theoretisch gar nicht schießen, weil ihr ja steuern müsst. Ihr könnt also nur abgeschossen werden, und ich denke, es ist ziemlich gut, um in die Zone zu kommen oder vielleicht Minispiele in Spielwiese zu machen. Vielleicht können ja auch sogar zwei Leute in eine Propellermaschine reinsitzen. Und die nächste Frage ist jetzt eben, wann werden wir diese Propellermaschinen bekommen? Ich schätze, es könnte wirklich Anfang Season 7 schon soweit sein, wenn sie jetzt schon die ersten Sachen reingepatcht haben. Allerdings ist das Ganze nie sicher, weil der Einkaufswagen war ja wirklich auch schon 3 Monate oder 4 Monate davor im Spiel. Aber ich denke mal, wenn sie diese Daten jetzt schon reingepatcht haben, dann kann es auch nicht mehr allzu lange dauern, und ich schätze mal echt schon fast Season 7. Schaut auf jeden Fall, dass ihr morgen um 15 Uhr online seid, um euch den neuen Jagdgruppenskin dann zu holen. Ab da ist er nämlich verfügbar. Dort kommen die Woche 7 Challenges dann noch raus. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst mir sehr gerne ein Like da. War jetzt wirklich ein kurzes Video, aber ich plane Großes, Leute. Es wird eine richtig geile Serie auf euch zukommen, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit und dann werde ich sie euch zeigen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ich glaube, die wird euch allen gefallen. Ich wünsche euch was. Morgen ist schon Donnerstag, bald ist schon wieder Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royal.